Willkommen auf meiner Couch, macht's euch gemütlich. Ich habe es mir gemütlich auf meinem Meditationskissen gemacht. Und das ist übrigens der Blick, den ich raus habe. Es gibt ja Leute, die sagen, Therapie ist schon okay, wenn andere das machen, aber für mich ist das nichts. Ich persönlich glaube, Therapie bzw. Coachings, je nachdem, was man eben gerade so braucht, kann für jeden das Richtige sein. Ich meine, wir haben alle mal unsere Höhen und Tiefen, unsere Momente, wo unsere Gefühle uns vielleicht so überwältigen, dass wir nicht weiter wissen. Ich hatte das jahrelang zum Beispiel, dass ich überhaupt nicht zuordnen konnte, was eigentlich gerade in mir vorgeht. Also welches Gefühl habe ich eigentlich gerade und woher kommt es und warum habe ich es? Und es hat bei mir ganz oft zu einer riesen Überforderung geführt. Und ich habe entsprechend ganz viele unterschiedliche Methoden ausprobiert. Ich habe Traumatherapie gemacht, ich habe innere Kindarbeit gemacht, Glaubenssatzarbeit gemacht. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung selbst in diese Richtung gemacht. Und vieles hat mir geholfen, manches hat mir auch gar nicht geholfen. Deswegen finde ich es total wichtig, einfach auch auszuprobieren und zu experimentieren und das Richtige für einen selbst zu finden. Und da auch nicht gleich aufzugeben, wenn es nicht gleich klappt. Und ganz wichtig finde ich auch anzuerkennen, dass wir manchmal einfach an einem Punkt in unserem Leben sind, wo wir vielleicht nicht alleine weiterkommen. Klar, manche Leute kommen vielleicht immer alleine gut klar, das ist ja auch voll in Ordnung. Aber es ist auch voll in Ordnung und es ist gut, sich Hilfe zu holen, wenn man sie eben braucht, wenn man alleine nicht weiterkommt. Vor ein paar Monaten hatte ich mal ein paar Sitzungen bei der lieben Pia. Die macht pferdegestütztes Coaching. Und ich fand ihre Arbeit total schön, weil du so eng mit den Tieren dann zusammenarbeitest. Und deswegen dachte ich, ich stelle euch das mal vor. Sie soll jetzt gleich mal erzählen, was sie eigentlich macht. Und deswegen hole ich sie jetzt einmal dazu. Hallo! Hallo, Hunda! Hi, schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Was ich wichtig finde, ist zu erklären, was du eigentlich machst. Also welche Art von Klienten zu dir kommen. Ich habe zwei Bereiche, die ich mache. Und der erste Bereich ist einmal das pferdegestützte Coaching. Das muss man sich so vorstellen, dass das Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden ist. Wir Menschen, wir kommunizieren auf zwei Ebenen. Wir reden und unsere Körpersprache, die wir alle irgendwo beherrschen. Und das Pferd kommuniziert ausschließlich nur mit der Körpersprache. Und das heißt, die Teilnehmer, die da sind, die machen die Erfahrung, wie sie auf andere wirken. Das heißt, ist der Teilnehmer mit dem Pferd zusammen, spiegelt das Pferd immer nur die Körpersprache. Und dadurch können wir erkennen, ob der Mensch authentisch ist in dem, was er tut oder sagt. Das heißt, ob die Körpersprache mit dem, was gesagt wird, übereinstimmt. Und kannst du da ein konkretes Beispiel zu nennen? Also vielleicht eine Geschichte von einem Klienten erzählen? Es kommen Menschen zu mir, die fühlen sich einfach von Familienmitgliedern, von Freunden oder von Kollegen nicht verstanden. Zum Beispiel, wenn eine Führungskraft kommt und sagt, irgendwie klappt meine Führung nicht so, ich fühle mich da noch unsicher, mein Ziel wäre es, eine gute Führung zu haben. Dann suche ich speziell das Pferd dafür aus und gebe dem Teilnehmer eine Aufgabe mit dem Pferd, die es dann zu erledigen hat. Das Zusammenspiel zwischen dem Pferd und dem Teilnehmer, das beobachte ich und daraus kann ich das sofort so Rückschlüsse ziehen, wo die Ursache liegt, warum das nicht klappt. Ich habe mich mit der Klientin dann zusammengesetzt und dann haben wir ohne Pferd an dem Thema der Unsicherheit gearbeitet. Dafür gibt es halt mehrere Techniken. Danach, das ist so spannend, das zu beobachten, kriegt der Teilnehmer wieder dasselbe Pferd, dieselbe Aufgabe und soll die wieder mit dem Pferd lösen. Und das klappt dann total super und mit Leichtigkeit. Wie sieht es denn mit dem anderen Bereich aus? Der zweite Bereich, den ich mache, also das nennt sich auch Pferd- und Mensch-Coaching. Da wenden sich die Menschen an mich, die zum Beispiel ein eigenes Pferd haben. Die haben irgendein Problem mit dem Pferd. Oder auch ein Ereignis zum Beispiel, die sind vom Pferd gefallen oder ein Pferd hat die übergerannt, ist auf den Fuß getreten. Irgendetwas, was sie negativ abgespeichert haben, wo sich dann Ängste entwickelt haben, was einfach die Pferd-Mensch-Beziehung stört. Auch hier gehe ich direkt wieder effektiv an die Ursache ran. Und meistens ist die Ursache der Pferdebesitzer. Dem ist nicht bewusst, dass das Pferd uns nur unsere eigenen Emotionen zeigt. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn eine Klientin kommt und sagt, mein Pferd hat immer Angst vor dem Trecker. Die grundsätzliche Ursache liegt bei dem Menschen. Und zwar, dass der Mensch schon die Angst hat, was dem oftmals nicht bewusst ist, wenn ein Trecker kommt, dann macht mein Pferd wieder das. Diese Angst geht natürlich in die Wechselbeziehung mit dem Pferd ein. Und was passiert? Das Pferd reagiert wieder mit Angst. Das heißt, wir bearbeiten dann die Angst von dem Teilnehmer
und setzen danach wieder den Menschen in die Situation rein. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für viele Pferdebesitzer, die zu dir kommen, erstmal auch ein Schock ist, dass die dann erfahren, ach so, da liegt ja ganz vieles auch an mir. Ne? Weil viele denken wahrscheinlich, naja, mein Pferd ist das Problem. Und das dauert wahrscheinlich auch erstmal in der Arbeit, die dahin zu bringen, zu der Erkenntnis, dass sie eigentlich das Thema haben. Das stimmt. Also im ersten Moment, wo sie es hören, ist es für die natürlich erstmal komisch. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass ich das Pferd, also mit dem Teilnehmer, in die jeweilige Situation setze. Und dann gehe ich mit dem gleichen Pferd in dieselbe Situation. Und man kann dann sehen, bei dem Besitzer oder bei dem Pferdemenschen reagiert das Pferd so, bei mir reagiert es so. Dann fragen die sich natürlich, woran liegt das? Und wenn wir 600 Kilo Pferdemasse bewegen wollen, dann können wir das nicht mit Kraft. Dass das nicht funktioniert, das habe ich ja selber auch erlebt. Ich kann mich noch erinnern, wo du 600 Kilo ziehen wolltest. In meiner Welt gibt es keine Problempferde, sondern einfach nur falsch verstandene Pferde. Wir Menschen haben auch unterschiedliche Berufe und Neigungen und Veranlagungen. Das heißt, ich kann nicht jedes Pferd zum Springen einsetzen oder für die Dressur oder für die Bodenarbeit oder Freiarbeit, weil nicht jedes Pferd sich dafür eignet. Ich muss auch vorher gucken, was macht dem Pferd Spaß und den nicht jedes Mal in eine Situation setzen, die keinen Spaß macht. Mein Lösungsansatz ist wirklich die Liebe, Respekt und in dem System der Pferde. Sehr vom Herzen erzählt, richtig schön. Danke, Pia. Ja. An dieser Stelle nochmal eine Buchempfehlung, und zwar Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Habe ich schon öfter empfohlen, kann ich auch jetzt wieder sehr empfehlen, verlinke ich euch in der Infobox. Und falls ihr mit Pia Kontakt aufnehmen wollt, ihre Kontaktinfos habe ich auch in der Infobox. Mich würde sehr interessieren, was sind so eure Erfahrungen mit Therapien, Coachings etc. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch direkt hier unter diesem Video. Also schreibt mir das in die Kommentare. Dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Video am Donnerstag um 17 Uhr. Bussi, Baba. Und jetzt hier in den Kommentaren.